Wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen heute hier bei mir auf dem Kanal zu einem neuen Livestream. Und zwar sind wir heute mal wieder in der Gruppe dabei beim Gruppenflug vom Striker. Fliegen wir die Afrika-Tour ja mit und mittlerweile sind wir schon im dritten Leck angekommen. Die stehen alle da hinten. Wir stehen hier an Bravo 13 in Casablanca und es geht heute mit einer Boeing 737-800 von Casablanca nach Dakar, den dritten Leck. Und ja, wir freuen uns drauf, auf diesen Flug. Und ja, wunderschöne Scenery haben wir hier in Casablanca, wie ihr sehen könnt. Das ist doch mal nice. Ich kann ja mal kurz ein Overview machen hier über den Flughafen, beziehungsweise die Scenery. Und das ist echt eine schöne Scenery, muss ich sagen. In Dakar. Wir landen ja nicht in Dakar auf dem Leopold Neville Airport. Das ist der ältere. Wir landen auf dem neueren Airport. In Dakar, auf dem Dakar Place d'Avenir Airport. Und da freuen wir uns schon drauf, weil da gibt es auch eine relativ schöne Scenery. Zwar nur eine Runway, da müssen wir uns dann einigen werden, wie, wo, was, wo es hingeht. Aber ich denke mal, das bekommen wir hin. Bis dahin haben wir noch einen kleinen Moment Zeit. Von meiner Seite gibt es sogar heute noch einen zweiten Livestream. Der startet aber erst ein bisschen später heute. Und zwar geht es, weil ich gestern leider keine Zeit hatte, wie versprochen, nach Tahiti. Ich denke mal, wir werden dann so gegen 22 Uhr starten nach Tahiti. Und dann 8 Stunden geht der Flug. Bis dahin haben wir noch ein bisschen Zeit heute. Ich habe nämlich eine kleine Überraschung dann für euch für Tahiti. Ja, leider ist er noch nicht fertig. Noch nicht ganz fertig. Da hängt noch jede Menge Arbeit dran und ich freue mich drauf, euch die dann im Rohzustand erstmal präsentieren zu dürfen. Ja, bis dahin geht's jetzt erstmal hier mit unserer Boeing los. Wir haben schon den Flugplan eingegeben. Wir sind schon bereit, eigentlich dann hier direkt zu starten. EPU haben wir noch nicht gestartet. So, wir können ja mal zurück auf den Discord gehen bei den anderen. Schauen, was die so machen. Schlachter, ne? Mhm. Ja, gut. Verständlich, ne? Das werde ich heute im Stream herausfinden. Warum kommt dein Stream oder was? Kommt nee. Der Schlachter ins Stream? Du, ich habe deine Sau gestern. Ich werde beim Schlachter gleich anrufen. Darf ich mal eine sinnvolle Frage eben stellen? Ja, ja. Live. Die Parcha Runway. 35. Ist die T5 right? Okay, genau. Den habe ich richtig geplant. Danke. 56. War die Frage sinnvoll? Oh, Sven, du Arsch, du. Das war ein Spaß. So, wir machen mal System. Ich hab dir ein Bild geschickt in Hamburg. Systemtest. So, machen wir Pushback oder was? Negativ. Negativ. Was? Positiv. Boah, ich bin schon komplett hibbelig. Was in, Moment mal, ich muss mal auf Sims for You. Also das mache ich jetzt noch, ich muss den auf Instagram abonnieren. Bekommen wir dann Lotsen in der K? Keine Ahnung, vorhin waren Raider online. Ja. Oh mein Gott, das ist schon ein Grund, da nicht mitzufliegen, weil du verstehst die nicht. Die reden. Och, die letzten hast du ganz gut verstanden.
Ist ja doch ganz schön langer Flug, ne? Nur 3 Stunden 20, ne? Ja, heute Abend geht's dann noch nach Tahiti. Gestern konnte ich nicht. Was fliegst du da? Ich habe ein bisschen, ich sag mal, ein bisschen geschummelt. A350, Air Tahiti Nui. Ja, gut. Geht. Weil ich habe ja leider keinen A340, ne? Den die Air Tahiti Nui eigentlich hat. Hm. Ist doch egal. Gibt's ja nicht wirklich. Hast du eine Sinui für den Flughafen? Ich baue gerade selber einen. Ich bin fast fertig. Also es ist noch viel, viel, viel Arbeit, aber ich habe die schon fast fertig und das ist eigentlich so die kleine Überraschung für heute. Ich glaube, ich habe tatsächlich gerade Sims for You's Schwester gefunden und die ist echt heiß. Wen interessiert das bitte? Hast du keinen Friseur? Ja, danke, Panda. danke, Panda, das habe ich Ihnen heute das auch schon... Das habe ich schon mal gehört. Das habe ich Ihnen auch schon tatsächlich gefragt. Wollte ich nur mal so gesagt. Naja, ist ja schön für dich. Ja, ne, ich bin da mal weg. Ich muss gerade mal nach Buchholz in der Norderney fahren. Oder wie heißt das? In der Nordheide. Aber Mann. Ja, gut, viel Spaß dann, ne? Komm gut an. Sag dem so, ja, der Flug heute aus, soll ich ihm irgendwie noch ein bisschen zur Seite hier wegklatschen? Mach mal. Okay, alles klar. Liebe Grüße. Liebe Grüße. Wir ziehen mal einen Scheitel. So. Ja. Wie schaut es bei euch da aus? 3. Jo, Pushback fertig. Oh, Paulchen. Ich auch. Also ich könnte auch dann EPU starten und dann wäre ich auch soweit. Nee, hast du keinen Friseur? Samu. Ist ja schon wieder... Ja, mach mal. Hast du keinen Friseur? Doch, ich hab einen. Coolen Haus. Kannst du dir den echt leisten? Ja, kann ich. Nö. Sorry. Ja, oft zu lachen. So, ich hab vergessen. Was haben wir für Dings? 4, 6, 7. Das gibt's nasse zu lachen. Joystick gefunden, oder? Alter. Wie, ich bin nicht alt? Nee. Du so? Nee. So, ich muss noch mal ganz kurz gucken, wie mein Wetter hat sich aktualisiert. Wo ist denn eigentlich der Flylex? Ja, wo ist denn der eigentlich? Ja, ne, wo ist denn der? Der ist weggeflygt. Geflyt. Weggelext. Nee, der Propeller hat eine Runde. Ach, so nennt man das heutzutage. Gott, ist der schlecht. Propeller unten. Gott, ist das schlimm. Oh, wir hatten das Licht angemacht. Sehr ekelhaft. Ich sehe ja was. So, ich wäre jetzt. Ich hole mal einen Pushback-Truck. Machen wir. Kann meine APU schon starten? Oder? Durcheinander. Also könnte ich. Also theoretisch könnten wir alle Pushback machen, weil wir stehen uns nirgends im Weg. Naja, Panda Frage, sollte vielleicht zuerst raus. Er hat ja das sind heute alle, die bei dem Event mitfliegen? Welches Event? Hä? Bei dem Leck, was ihr da macht? Ja, das ist richtig, ja. Anscheinend. Ach du Scheiße. Du bist muss man die Frage verstehen. Du bist ja nicht, aber egal. Nein, ich habe eigentlich gedacht, jetzt hier, da kommen 20 Leute oder so. Quatsch. Das ist ein ganz normaler. Ist ja komplett langweilig. Das ist ein ganz normaler Flug. Okay. Dann geh doch aus dem Talk, wenn es langweilig ist. Genau. Okay. Mann, ey. Was ist denn mit dem jetzt los? So.
Also Pushback-mäßig von mir aus, ja. Ja, von mir aus auch. Panda kann ja sowieso direkt los. Jo. Und ich sowieso. Ich bin wahrscheinlich der Erste. Na, Striker steht noch vor dir. Was? Hat er sich... Ja. Hat er sich hier hingemogelt? Der Arsch, der. Aber ich komm nicht los. Das ist Schiebung. Das ist Schiebung. Ist deine Kondo schon am Pushen? Weiß ich nicht. Also ich mache jetzt Pushback. Oh, ich warte noch, bis Panda raus ist. So. Pushback vorplanen. Oh, die Scenery gefällt mir echt gut hier. Muss ich echt mal sagen. Da kann ich noch viel lernen. Also meine Sceneries dann mal so aussehen. Das ist nicht so immer so viel Arbeit wäre. Jedes einzelne Detail dahin zu basteln. Alter. Ganz schön, ja. Manchmal. Oh, na gut, man sollte ja nicht an einem Tag machen. Ground to cockpit, plan acknowledged. Call me through the menu when you are ready. Moin. Pushback starten, ja. Ground to cockpit, tow is driving up. Panda? Was? Gibt es für... Wir sind langweilig. Gibt es für bei der Pushback irgendwelche Liveries? Ja, gibt es. Und wo finde ich die? Weil ich habe gerade schon gesucht. Google. Im Internet. Nein. Weißt du, ich suche im Internet.